würde jetzt auch einfach gerne mal hier so lang fahren. Keine Ahnung, ob das sinnig ist. Keine Ahnung, ob wir irgendwo hinkommen. Wir machen es einfach. Kommt mit mir auf eine Reise ins Ungewisse. Die Reise wird nur 5 Stunden lang dauern. Geht nochmal schnell aufs Klo. Das wird sich ziehen. Na Quatsch. Boah, hier geht's ja auch richtig tief runter, ne? Ist das nicht bei dem Pilzbiom eben gewesen? Ich bin jetzt etwas unsicher. War da gerade was? Nee. Haben wir hier ein neues Biom entdeckt? Wir nennen es das Fingerbäumchen-Biom. Ich glaube, das ist noch im Ausbau. Also wirklich viel gibt es ja nicht zu sehen. Und nein, ich habe keine Ahnung, wo wir hinfahren. Aber das ist das Schöne an dem Spiel. Einfach mal rumtesten. Also mit 150 Meter und Eis, das ist ja jetzt hier schon mal verkehrt. Aber wer weiß, worauf wir hier noch stoßen können. Man kann ja auch zufällig auf irgendwelche Sachen stoßen, ohne die Unterlagen dazu gefunden zu haben. Boah, ist das riesig, das Teil. Krass. Masterbäumchen. Ja, wir dürften jetzt auf jeden Fall weiter als 300 Meter runterkommen. Es kommt irgendwie so ein Riesenvieh, macht einmal Haps und wir sind weg. Es wäre eigentlich schon am Moppern. Lange. Mal gucken, wie tief wir überhaupt kommen mit dem Tiefenmodul jetzt. Steht er leider noch nicht dabei. Das ist gar nichts, oder? Hier kommt wahrscheinlich später noch irgendwas hin. Langweilig. Das ist das Pilzbiom. Komm, fahren wir mal hier weiter. Aber leider in dem Spiel keine Karte hat, um mal nachzugucken, wo man ist oder wo man hin will, ist halt immer ein bisschen schwierig. Dementsprechend soll... Das Luftblasen, die zur Seite schweben, ja, ist das richtig? Dementsprechend sollte man sich immer Wegpunkte setzen, das hatten wir ja schon, das Thema. Wenn man dann welche setzen kann, welche dabei hat, aber diesmal haben wir dran gedacht. Oh Gott, da geht ja noch tiefer. Aber das macht jetzt irgendwie keinen so sicheren Eindruck, wenn ich ehrlich bin. Aber zu Holz kommen. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. In der Arktik. Arktik ist gut. In der Arktik sollte Eis sein. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Naja, tief als 150 Meter sind wir auch schon. Das sieht aus wie ein riesiges Tor, kann aber eigentlich nicht sein. Wir fahren so lange, wie es die Energiezellen halt hergeben. Das sieht aber wirklich so aus wie... Das sieht wirklich so aus wie eine Art Tor oder Tunnel, ne? Oh, jetzt wird's dunkel. Jetzt wird's richtig dunkel. Ja, stand aber eben irgendwas mit 150 Meter und Eis, ne? Also hier ist nichts mit 150 Meter und Eis, das ist schon auf 400 Meter jetzt. Ich warte eigentlich drauf, dass er moppert, dass er anfängt Schaden zu nehmen hier. Ja, hier kommt bestimmt noch irgendwas hin. Alles klar. Schnell hoch. Ja, ist ja gut. Ja, ja, ja. Also 400 Meter sollten nicht unterschreiten. Alles klar. Ja, das ist jetzt nicht so spannend. Das ist halt das Problem. Es ist halt
an vielen Stellen auch ein ungeschliffener Diamant, könnte man sagen, das Spiel. Wir sind mit dem U-Boot jetzt was schneller unterwegs. Aber für die Strecke nicht 3 Stunden brauchen. Das hat doch was. Ich würde bei solchen Reisen eigentlich auch gerne was entdecken. Und nicht nur einfach öde, karge Landschaft betrachten. Pilz, ja gut, da haben wir aber eigentlich schon alles gesehen, würde ich behaupten. Man könnte ja mal rechts dran vorbeifahren, ob da noch was kommt. Kann sein, dass gar nichts mehr kommt, dass ja gar nichts mehr gemacht worden ist bis hierhin. Sieht irgendwie strange aus, ne? Gibt mir das eine Aufnahme, ja. Sollte man sehen können. Ob da ein riesiges Tor drin wäre. Ob hier später mal irgendeine Einrichtung rein soll oder sowas? Ist immer beruhigend, dass man sieht, dass da irgendwas abläuft, also sprich, dass wir uns vorwärts bewegen. Weil irgendwie hat man sonst das Gefühl, man tritt hier fast auf der Stelle. Was haben wir da? So ein Wal, ne? Walähnliches Vieh. Ich glaube, hier wird auch nichts groß sein. Okay, mit der Erkundung, das hat bis jetzt nicht so viel gebracht, muss ich zugeben. Auch ärgerlich, dass es mit der Tauchflasche nicht geklappt hat, ne? Da stößt man schon mal auf eine Höhle, findet eigentlich sonst nichts großartig, bis auf diese Kobold-Nester oder Sea-Monkey-Nester. Scannt 2 Stück davon, schaltet eine blöde Taucherflasche frei, die man dann nicht bauen kann. Da komme ich irgendwie nicht drüber hinweg. Ach, hier fängt es schon an wieder mit Rubinenalm. Ah, okay, wir sind wieder in dem Pilzbiom schon drin, ne? Das sieht doch ganz danach aus. Ja. Das sieht lustig aus, da fahren wir rein. Ah, es greift doch nur 3 gleichzeitig an, ist kein Problem, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ah, sah auch nur cool aus, wenn nicht. Nichts Besonderes. Ah, das sieht auch cool aus mit dem Baum dann. Nee, da gehen wir nicht runter. Das hatten wir schon. Da unten sind diese großen Pilze. Aber da war ja leider auch nichts zu finden, bis auf dieses... Naja, noch nicht benannte Produkt, was wir da gefunden haben, oder... Ja, wie auch immer. Schade. Wir können gerne nochmal hier gucken, gehen, ob hier irgendwas ist, aber ich glaube da nicht dran. Wenn wir schon mal hier sind... Aber eigentlich haben wir den Auftrag ja schon abgeschlossen. In dem Sinne sollten wir hier eigentlich auch nichts mehr finden dürfen. Quatsch. Ist das Tauchdeck. Ich wollte schon die Leiter hochgehen, ist auch gut, ne? Man ist das schon so gewöhnt. Hier kann man sogar Scheiben reinmachen. Geil. Hab ich auch noch nicht gemacht. Ich nutze das System nicht vollkommen aus, ich merke es schon. Ja, das haben wir alles schon hier. Schade. Ah, das ist der Scannerraum, ja. Ja, mehr ist das aber auch nicht hier, ne? Die würde ich echt gern scannen, aber es geht leider nicht. Es geht nicht. Das ist uns nicht vergönnt, genauso wenig wie die Taucherflasche. Ja, ich weiß, ich komme da nicht rüber hinweg.
Ja. Die können wir leider auch nicht scannen hier, noch nicht. Die auch nicht. Ich hätte eigentlich gedacht, unten dem... Ja, was war das eben? Gelben Blood Vessels, so welche Farbe hatten sie? Wo wir unten die Kobold-Nester gescannt haben. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir die gelben Punkte, früher war es ja das Blutöl, dass man das hätte auch da scannen können. Vielleicht kommt das später auch noch, dass man das scannen kann, um irgendwas Neues zu bauen, freizuschalten. Bis jetzt geht's halt noch nicht. Ich glaube, da verfolgt mich was. Ich ignoriere das einfach mal gekonnt. Ob man das hier scannen kann? Der ist einfach mal ganz schön gespawnt. Ich glaube, die haben wir noch nicht geguckt hier, ne? Aber wir gehen mal ganz kurz gucken, ob wir schon mal hier sind. Nee, wieder nix. Ist es denn möglich? Oh, ab. Das sind ja dieselben, die hatten wir ja gerade, ne? Ja. Ja, das ist bisschen schade. Ich glaube, wir kommen so langsam schon an die Spielgrenze von den Updates. Kann aber auch sein, dass ich einfach was übersehen habe und es noch viel mehr zu entdecken gibt. Müsste tatsächlich mal nachlesen, ob es da noch was gibt oder nicht. Aber man will sich ja auch nicht spoilern, ist immer das Problem. Na, mal gucken. Was ich mache oder tue. Also es muss ja auf jeden Fall noch die Station Omega geben. Und diese Leviathan-Forschungsstation, die irgendwo im Eis ist. Aber bevor wir da jetzt stundenlang so rumschippern, glaube ich, werde ich mal in einer privaten... Danke. In einer privaten Runde dann mal nachgucken. So dass wir dann, dass ich vielleicht weiß, wohin müssen, dass wir da stundenlang suchen müssen. Weil da, die Kante haben wir jetzt nur wirklich schon abgerast, das kennen wir alles schon. Das ist auch nichts. Oh, das wollte ich gar nicht. Da ist auch nicht wirklich was Neues hinzugekommen. Aber ich wollte es so spannender machen. Damit die Viecher eine höhere Chance haben, uns anzuknabbern. Dann langweilig sonst, oder? Tja. Immer drauf, immer drauf. No mercy, keine Gnade. Die gab es ja schon von Anfang an hier, also dieses Biom. Das heißt... Thermal Spires. So, wir sind gleich wieder da. Und man merkt auch im Gegensatz zu der Fahrt zu der Basis Kappa, wo wir eben nochmal waren, also zu der ersten Fahrt sind wir jetzt um einiges schneller sogar. Das macht sich schon bemerkbar. Wir könnten halt noch schneller sein, indem wir halt wirklich nur ein Modul mitnehmen. Könnte man sich auch überlegen, ob man sagt, okay, man verzichtet auf alles und nimmt nur ein Lagermodul mit. Blöd nur, dass die Fische, die man brät, sich halt nicht allzu lange halten. Ja, Wasser ist ja unendlich haltbar. Also wenn wir irgendwie eine Nahrungsquelle pflanzlicher Natur hätten, die nicht umgeht so schnell und wir Wasser mitnehmen könnten, dann könnte man sich das eigentlich schon überlegen. Oder dass man zumindest mit zwei Modulen fährt. Wir könnten ja auch noch das Bettmodul abkoppeln und sagen, komm, ein Lagermodul und ein Fabrikatormodul. Das reicht. Kann man auch machen. Aber bis jetzt bin ich gar nicht mal so unzufrieden. Es läuft schnell genug eigentlich. Aber an die Wendigkeit und Schnelligkeit einer Seemotte kommt es nicht ganz heran. Also da hätte ich cool gefunden, wenn man vielleicht noch was Kleineres gehabt hätte.
separat noch. Weil, wie gesagt, man kann sich das ja nochmal bauen, einfach klein halten, ne? Wenn man mal so guckt, wenn da wirklich nur ein Modul dran ist, ist es, naja, doch größer als die Seemotte. Die Seemotte wären etwa bis hier gegangen. Man könnte ja auch ganz allein mit dem Ding fahren, aber dann hat man gar keine Lagermöglichkeiten. Ist auch ein bisschen blöd. Also ein Modul musst du mindestens dran haben. Jawohl, da sind wir wieder. Haben wir irgendwas Besonderes mitgebracht? Nee, ne? Ah, Rubin, Quarz, okay. Aber ich finde es ganz cool. Wo haben wir Rubin? Ja. Ich finde es ganz cool, dass wir die Basis jetzt so schick ausbauen konnten. Das hat was. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Ja, Titan haben wir jetzt nur einmal noch. Kann ich alles haben. Wenn jetzt noch ein paar Sachen dazukommen, wird es halt noch viel geiler, muss man dazu sagen. Ich gucke nochmal nach, aber ich glaube da nicht dran. Nee. Da hab, nee, wenn ich die drauf hätte, hätte ich das glaube ich schon gemerkt, ne? Hohe Kapazität, ja. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, muss man, um die mit ultra hoher Kapazität bauen zu können, auch die Modifizierungsstation haben. Und ich meine, die Modifizierungsstation hat man im folgenden Teil finden, sprich scannen können. In den Wracks und sowas. Ich meine, so war das. Weil hier bauen können wir die leider nicht. Das wäre zu schön gewesen. Nee. Und bei dem U-Boot selbst geht es auch nicht. Da gibt es in dem Fabrikator auch keine andere Möglichkeit. Hier der Fabrikator kann eh nur die Module für den Scannerraum bauen. Und ohne die Modifizierungsstation, die wir dann hier oder... Hallo Fisch. Die wir hier oder... Naja, eher hier dann hinbauen könnten. Ohne die kommen wir leider auch nicht wirklich weiter. Andererseits brauchen wir die Modifizierungsstation für das Tauchdock gar nicht, weil wir die ja selbst im U-Boot herstellen können. Aber die allgemeine Modifizierungsstation wäre schon cool. Damit man einfach hingehen kann, um sich sowas wie das Messer oder die Taucherflasche weiter upgraden zu können. Also das kommt mit Sicherheit noch. Da bin ich überzeugt von. Die haben es scheinbar nur irgendwie verpennt oder nicht reingebracht. Ich frage mich eh, warum manche Sachen nicht direkt von vornherein mit drin sind, wie die Außenbeetkästen. Das dürfte eigentlich nicht so schwer sein, da sie ja das Spiel quasi schon... Ich meine, das ist ja ein Standalone-DLC. Das Spiel ist ja, existiert ja quasi schon mal. Die müssen nur die Welt anpassen und die neueren Sachen hinzufügen. Aber vielleicht ist sowas auch schwerer als gedacht. Ich bin halt kein Programmierer. So, fällt mir noch gerade was einfach machen können. Eigentlich haben wir alles gebaut. Wir haben alles geupgradet. Nee, um ehrlich zu sein, mir fällt gerade nichts mehr ein. Würde ich sagen, ich gucke in der privaten Runde, ob ich noch irgendwas finde. Da kann ich ja stundenlang rumschippern, ohne dass es für euch langweilig wird. Falls ich was finden sollte, werde ich das auf jeden Fall in der nächsten Folge angehen. Bis jetzt, wie gesagt, bin ich erstmal am Ende mit meinem Latein. Da würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn euch die Folgen gefallen haben, lasst ein Like da, abonniert uns doch bitte, da verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.